Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Die Patch Notes für Season 9 wurden vor wenigen Minuten oder fast Stunden schon, wenn ihr das Video jetzt seht, veröffentlicht. Die 100%ige Liste. Die einzigen Sachen, die ich jetzt wirklich rauslasse, sind die Olympus Map Changes und den Arena Modus. Das lasse ich alles außen vor. Darüber habe ich ausgiebig berichtet. Und es gibt aber eine Menge Interessantes zu erzählen an Änderungen, vieles, was auch anders kommt, als es ursprünglich vermutet war, und auch gewisse Legenden werden tatsächlich doch nicht angerührt, wie man ursprünglich dachte, weil es hieß, bestimmte Legenden werden angerührt, das passiert jetzt doch nicht. Ich zeige nur kurz die Maps, Party Crasher für den Arena-Modus, Face Runner und die drei Spots aus jeweils einer der drei Maps. Gibt es jeweils quasi ein Spot als feste Map. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wer Valkyrie noch mal ausgiebig vorgestellt haben will, der sollte sich das Video von vorhin reinziehen. Verlinke ich euch auch gerne nochmal. Da gibt es den Trailer zu Valkyrie. Hier gibt es aber eine kurze Erklärung für ihre Fähigkeiten. Passiv, ihr VTOL Jet. Du kannst einmal springen und die Sprungtaste gedrückt halten oder eben nochmal drücken und gedrückt halten. Dann fliegst du so ein Stück in die Luft. Du kannst weder Waffen noch Granaten benutzen, während du in diesem Jet bist, während du steigst oder eben in der Luft schwebst. Du kannst dich scheinbar auch nicht heilen. Du kannst aber deine taktische Missile Swarm Fähigkeit raushauen, und sobald du das deaktivierst und wieder fällst, kannst du deine Waffen natürlich auch wieder verwenden. Sieht man auch ganz gut im Trailer. Taktische Missile Swarm feuert Raketen ab, kann man ganz gut auch im Trailer sehen. Macht nicht sehr viel Schaden, ich glaube so um die 30 pro Hit. Und es hat einen leichten Stunning-Effekt, aber nicht so stark wie der Arcstar. Und ihre ultimative Fähigkeit Skyward sollte auch klar sein. Du kannst dich, deine Teammates können sich dir anschließen, und es ist so eine Art Boost nach oben, wie der VTOL eben. Du gehst aber dann zum Schluss in den Skydive über. Sehr geil, gehört zu den aufklärenden Fähigkeiten bzw. Legenden, und sie kann doch den Mast scannen, wie auch Pathfinder, Bloodhound. Und Krypto, hier wird der Bogen nochmal gezeigt, sollte klar sein. Hier wird grob gezeigt, was man für Visiere drauf machen kann. Ich gehe aber nicht detailliert auf den Bogen weiter ein. Gibt es auch schon genug Infos. Ich wollte zwar eigentlich alle Änderungen hier nennen, aber es ist eigentlich unnötig, weil ich in den letzten Videos eigentlich genug über die Arena und Olympus zum Beispiel gesprochen habe. Man kann auf jeden Fall auf diesen Bogen ein Holovisier mit einem normalen Zoom, zweifach, ein- bis zweifach und das dreifach Zoom-Visier drauf machen, und es gibt zwei verschiedene Hop-Ups, kommen wir auch gleich noch zu. Dann haben wir natürlich das fette Map-Update, ist auch klar, gehe ich nicht weiter drauf ein. Ich verlinke euch aber die gesamten Videos hier immer mal, damit ihr seht, was ihr vielleicht verpasst haben könnt, und schaut da einfach nachträglich rein. Hier bestätigt Starter Kit and Loot Changes. Wir starten mit einem weißen Helm, wir starten mit einem weißen Körperschild und einem Knockdown, zwei Spritzen und zwei Schildzellen. Und was gibt es noch zu erzählen? Sie haben den Level 1 Helm und das Level 1 Knockdown komplett vom Lootpool sonst entfernt. Also wir starten nur damit, aber das weiße Körperschild ist weiter auffindbar, wurde aber vom Lootpool deutlich reduziert. Wir können es nicht mehr so oft finden, wie es standardmäßig der Fall war. Alle anderen Rüstungen, blaues, lila, goldenes, das bleibt alles gleich. Also die Wahrscheinlichkeit, diese Rüstungen zu finden, die höher sind, bleiben gleich. Die werden nicht erhöht, nur weil hier ein bisschen was verändert wurde. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und wichtig ist auch zu sagen, nachdem einiges entfernt wurde vom Lootpool, werden andere Sachen wie Waffen, Heilung, Granaten, Munition etwas vermehrt zu finden sein, was ich auf jeden Fall eine gute Sache finde. Ich verkneife mir übrigens die Death Notes. Hier wird nach den Änderungen immer erklärt, was die sich bei den Änderungen so gedacht haben. Das lasse ich hier einfach weg. Es kommen Emotes ins Spiel. Jede Legende hat am Start eine kostenlose Variante davon, die wir auswählen können, und es soll wohl für jede Legende mehrere geben. Wie viel genau, wird glaube ich nicht beschrieben. Das habe ich mir jetzt auch nicht genau durchgelesen. Hier bin ich ja in den Kommentaren mal gespannt. Findet ihr das so geil oder ist das ja nicht so geil? Im Stream habe ich hier was falsch interpretiert, weil ich hier schon einiges gesehen habe.
Ich lasse das hier mal eben durchlaufen, damit ihr das sehen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob hier alle Legenden gezeigt werden. Auf jeden Fall gehen wir in die Third-Person-Perspektive mitten in Game, aber wir können nicht um irgendwelche Wände pieken und gucken, ob es hinter dem Felsen zum Beispiel ein Gegner oder so. Wird auch gleich hier unten gezeigt. Jetzt haben wir noch Krypto und ich glaube, danach geht es wieder mit Loba los. Das ist ja auch geil. Es ist witzig, aber ich finde es unnötig. Ich finde es einfach unnötig. Meine ehrliche Meinung. Okay, nee, jetzt sind wir wieder bei Watson angekommen. Das hat man schon gesehen. Hier steht ein bisschen was beschrieben. Das spare ich mir alles. Und hier wird geschrieben, dass es Anti-Peak ist. Und man kann diesen Peak, das kann man nicht umgehen. Man kann das nicht aktivieren. Das wird hier beschrieben. Man könnte hier tatsächlich, wenn man das erste Mal, habe ich gerade auf Twitch gestreamt, da könnte man denken, dass das an- oder ausschaltbar ist. Kann man nicht ausschalten. Das ist ein Fakt und das ist sehr, sehr gut, dass man da nicht irgendwie einen Vorteil hat, wenn man hier um die Ecke gucken kann. Battle Pass, zwei Skins, einmal Wraith, einmal Rampart. Nichts Besonderes, einmal Level 25, einmal Level 50. Die Level 100 und 110er ist die Devotion, wird in den Patch Notes gar nicht genannt, wie mir gerade so auffällt. Jetzt haben wir Legenden-Updates und hier ist tatsächlich vieles nicht so, wie ich dachte, beziehungsweise viele Legenden bekommen wieder nichts, was eigentlich schon vor einer Season passieren sollte, wie zum Beispiel das Watson Rework. Immer noch nicht dabei. Was ist hier los? War lange, lange angekündigt. Low Profile wurde komplett von Wraith, Lifeline und Watson entfernt. Hier sage ich es auch nochmal für alle, die es nicht wissen. Low Profile, diese Legenden hatten eine kleinere Hitbox. Um dem entgegenzuwirken, haben die 5% mehr Schaden kassiert und sind eben schneller draufgegangen. Wurde von allen Legenden, die es noch hatten, komplett entfernt. Lifeline. Das Revive-Schild wird von der Drohne komplett entfernt. Im Gegenzug, es gibt tatsächlich doch keine Cooldown. Es hieß eigentlich, es gibt eine Cooldown von 15 bis 18 Sekunden. Man kann sogar jetzt, wo das Schild entfernt wurde, zwei Legenden, wie es hier geschrieben wird, nacheinander hochheben oder hochheben. Die zweite Legende liegt vielleicht noch, kannst du noch eine Drohne hinschmeißen. So lese ich das hier zumindest raus. Finde ich interessant, aber ohne das Schild wird es wahrscheinlich nicht so effektiv sein. Die Heilrate steigt von 5 HP pro Sekunde auf 8 HP pro Sekunde. Und die Heildrohne ist schneller bereit, um 33%. Das heißt, wenn wir die aktivieren, bis die dann endlich heilt, das ist um 33% reduziert. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und Care-Package-Änderung, Cooldown-Zeit von 6 auf 5 Minuten reduziert. Garantiert ein Upgrade in Klammern, wenn möglich, in 3 verschiedenen Kategorien. Wenn du natürlich schon das rote Body hast, dann bekommst du kein rotes Body mehr. Also es wird auf jeden Fall versucht, dass du dich irgendwo verbesserst. Entweder kriegst du ein besseres Körperschild, einen besseren Helm, Backpack, Knockdown-Schild oder eben Waffenaufsätze. Auf der Basis der Ausrüstung, die du gerade hast. Hier ist aber die Frage offen, ist das die Basis von Lifeline, wenn Lifeline bestimmte Sachen hat, oder zählen da alle Attachments oder eben Ausrüstungsgegenstände der gesamten Legenden? Aber ich gehe eher von Lifeline nur aus. Octane, er kann sich jetzt jede Sekunde so eine Steam-Injektion reinballern. Der Nachteil ist, es kostet jetzt nicht mehr 12, sondern 20 HP und es wird etwas reduziert, wenn du das Jump Pad benutzt. Wenn du dieses Low Jump Pad benutzt, quasi reinslidest und diesen flachen Sprung hast, hast du eine höhere Streuung bei den Schüssen aus der Luft, wenn ich das hier richtig verstehe. Und was ich auch noch nicht so ganz verstehe, eigentlich sollten der Flugphase im Jump Pad Sounds hinzugefügt werden, damit wir im Air checken, dass irgendwie was passiert. Achtung, wir werden vielleicht gepusht von Gegnern. Da passiert was. Wird hier nicht geschrieben, aber wir haben von Respawn das schon öfter erlebt, dass hier vielleicht das ein oder andere in den Patch Notes vergessen wurde. Das kam schon öfter vor. Vielleicht wird dann nochmal was korrigiert, aber ich glaube es leider nicht. Jetzt kommen wir endlich zu Loba. Du kannst während der Flugphase, der gesamten Animation des Armreifs, quasi des Teleports, kannst du dich ganz normal bewegen. Du kannst das während des Slidens, während des Rennens aktivieren. Die Flugphase ist aber nicht schneller, sie bleibt gleich. Es gibt aber keine Cooldown-Zeit nach oben, wie es hieß. Also völliger Käse. Und Loba wird sofort, wenn sie landet, wenn der Teleport vorbei ist, bist du sofort in dem maximalen Geschwindigkeitsschub unterwegs. Du kannst sofort sprinten und hast nicht diesen kleinen Verlangsamungseffekt und kannst dann sofort Waffe rausholen und loslegen. Wie schnell aber das mit der Waffe passiert,
keine Ahnung, Black Market Boutique, ihre Ulti wird um 30 Sekunden erhöht. Das heißt, nach anderthalb Minuten, also nach zwei Minuten, können wir erst den ersten Shop bzw. den Shop aufstellen. Aber wir haben trotzdem zum Start einer jeden Runde scheinbar immer noch die 50% des Black Markets schon aufgefüllt. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Minute für die erstmalige Benutzung sozusagen warten. Horizon, der Gravity Lift. Es dauert 30% länger, bis wir ganz oben angekommen sind. Wir können wohl scheinbar immer noch strafen, aber deutlich langsamer, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Und wir können uns nur 2 Sekunden ganz oben on top halten, bis wir wieder runterfallen. Und die Cooldown-Zeit wird von 15 auf 20 Sekunden angehoben. Die Ulti von Watson stoppt quasi sämtliche Fähigkeiten von Horizon, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Fuse, 2 Knuckle-Cluster-Granaten kann er jetzt raushauen. Reduzierte Cooldown-Zeit 25 Sekunden auf 20 Sekunden. Hat er sicherlich verdient. Ob das Fuse jetzt trotzdem besser macht oder er öfter genommen wird, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Bangalore bekommt einen kleinen Buff. Der Bangalore Smoke ist jetzt dicker. Du kannst weniger hindurchschauen. Mehr passiert bei Bangalore nicht. Bloodhound, du bekommst keinen Assist mehr, wenn du Gegner scannst, wird dir quasi im Ranked nichts nützen, wenn du nur Bloodhound spielst, um die Assists abzugreifen. Crypto, seine Drohne, kann jetzt Care Packages scannen und öffnen, wozu das auch immer gut sein soll, weiß ich zwar nicht so genau, und kann keine Respawn Beacon. Wenn jetzt quasi ein Gegner schon den Respawn Beacon benutzt, so verstehe ich das zumindest, egal wie ich es übersetze, kannst du mit der Drohne nicht dazwischen funken und sagen, halt, stopp, ich bin zuerst. Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht. Jetzt bin ich eine Runde schlauer. Es gibt eine neue Waffengattung. Die Marksman-Waffenkategorie beinhaltet die Triple Tag, die 30-30 Repeater, den Bogen und die G7, warum der Bogen allerdings ja zweimal drin ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Das hat einen bestimmten Grund, um einfach die Waffenhandhabung im Vergleich zu Assault Rifles oder eben zu Sniper-Waffen ein bisschen anders zu gestalten. Das heißt, wir haben bei Assault Rifles einfach im Aim einen anderen Move-Speed, wenn wir uns von links nach rechts bewegen. Die Sniper, wenn du deine Waffe in der Hand hast im Aim, bewegst du dich deutlich langsamer als ein Sturmgewehr. Aber du bewegst dich eben mit diesem Marksman ein bisschen langsamer als ein Assault Rifle. Also so ein Zwischending aus allen Waffenkategorien sollte, denke ich, verständlich erklärt sein. Das ist so ein bisschen der Grund dahinter. Supply Drop ist klar. Die Peacekeeper kommt mit dem Prezi-Choke zurück und die Triple Take wandert in das Care Package. Und natürlich kannst du den Prezi-Choke, wenn du willst, deaktivieren. Sollte auch klar sein, weil war bei der Triple Take ja so nicht anders. Goldene Floor-Waffen. Wir haben jetzt den Bogen, die Wingman, die Hemlock, die 99 und die Sentinel als goldene Waffe. Und rausfliegen für diese Season. 30-30, Mosambik, 301 Spitfire und... Ist es eine Longbow? Ja, es ist die Longbow. Ja, das dazu. Hop-Ups. Folgende Hop-Ups fliegen raus. Hammerpunkt und Skullpiercer. Ebenfalls nichts Neues. Wir kriegen 2 neue Hop-Ups dazu. Shattercaps und Dead Eyes Tempo. Shattercaps ist für den Bogen und die 30-30 Repeater und machen so eine Art kleinen Streuschuss, der einen größeren Wirkungsbereich auf den Gegner macht. Und Dead Eyes Tempo macht für die Sentinel und den Bogen, wenn du den ersten Schuss triffst, sind die Folgeschüsse. Und da denke ich, unter der Voraussetzung, dass alle Folgeschüsse natürlich treffen, den nächsten Schuss immer schneller, bis du irgendwann wahrscheinlich einen Fehlschuss hast. So verstehe ich das. Und ich habe, und dafür habe ich jetzt leider keine Beweise, weil ich selber natürlich das noch nicht zocken konnte, aber das ändert sich vielleicht irgendwann, als kleinen versteckten Hinweis, aber mehr möchte ich dazu nicht verraten. Es soll aber so sein, dass verschiedene Leute, die es schon testen durften, behaupten, meine Fresse, der Bogen, selbst ohne Hop-Up, so wie ich das mitbekommen habe, ist schon fast übertrieben mit der Kraber gleichzusetzen. Das finde ich eine starke Aussage. Wir werden aber in den nächsten Tagen da mehr rausbekommen. So, jetzt kommen wir zu den Assault Rifles. Reducing the Headshot Multiplikator. Also sämtliche Sturmgewehre haben, da wurde der Headshot Multiplikator von 2 auf 1,75
reduziert. Betrifft also die Hemlock, die 301, die Flatline und die Havoc. Die Peacekeeper muss natürlich auch ordentlich was abbekommen, denn es ist jetzt wieder eine Floorwaffe. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das vernünftig hier zusammengebastelt bekomme, weil ich keine Übersetzung habe. Choke habe ich gerade erzählt. Kannst du aktivieren, deaktivieren, wie du Bock hast. Die Streuung, der Damage pro Pellet, quasi pro Kugel in dieser Streuung, wird von 10 auf 9 reduziert. Nachladezeit pro Kugel in der Kammer, also einzelne Kugeln, von 0,9 Sekunden auf 1,1 Sekunden erhöht. Nachladezeit regulär von 2,45 auf 2,5. Und wenn die Waffe komplett leer ist, von 3,35 auf 3,5 Sekunden. Die Streuung wurde erhöht und für die einzelnen, also die allgemeine Streuung der Peacekeeper ohne Prezi-Choke wurde erhöht und die Streuung der einzelnen Ladestufen des Prezi-Chokes, das sind 1, 2, 3, 3 insgesamt, was uns die Zahl 0,65, 0,45 in dieser Streuung sagen soll, das kann ich euch jetzt leider nicht erklären. Wahrscheinlich vielleicht die Abstände zwischen den Kugeln, ich kann es euch wirklich leider nicht sagen. Und wenn ihr den Prezi-Choke im Aim komplett aufgeladen habt und geht aus dem Aim raus, ist die Aufladung sofort verschwunden. Bei der Triple Take wird es genau umgedreht geregelt. Die Triple Take ist natürlich jetzt eine Care Package Waffe. Sie hat dann 9 Schuss im Magazin und 63 Munitionsreserve. Sollte normalerweise für eine komplette Runde komplett ausreichen. Feuerrate pro Schuss von 1,2 auf 1,3 Schuss pro Sekunde erhöht. Die Zeit, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Moment, Time to Full Charge reduced from... Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die volle Aufladung meint, wenn du den Charger aktivierst oder nachlädst von 1,1 auf 1 Sekunde. Sorry, hier stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Der Prezi-Choke, wenn du aus dem Aim rausgehst, bleibt jetzt länger aufgeladen. Das ist quasi so, wie es bei der Peacekeeper war. Wenn du aus dem Aim rausgehst, dauert das ein paar Sekündchen, bis dann quasi der Prezi-Choke die Wirkung komplett verliert. Der Movement Speed im Aim ist ungefähr so wie bei Marksman-Waffen. Auf jeden Fall schneller als Sniper, aber langsamer als die Assault Rifles. Und das letzte, das kann ich leider null interpretieren. Erhöhte Ausbreitung in der Luft und Zielerfassung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, sorry. Da bin ich raus, da stehe ich absolut auf dem Schlauch. Die Havoc, der Anfangsrückstoß soll kontrollierbarer sein. Bei der Spitfire soll der Anfangsrückstoß weniger kontrollierbar sein. Die Spitfire haben sich so viele beschwert, dass die zu krass ist. Ich war der festen Überzeugung aus einem der Trailers, wo Rampart mit der Spitfire schießt, dass die das Magazin reduziert haben tatsächlich. Ich war mir so sicher, sie rühren die Spitfire nicht weiter an. Sie ist einfach nur am Anfang etwas unkontrollierbarer. Das ist für mich jetzt aber ehrlich gesagt eine Enttäuschung. Die 3030, der Damage-Multiplikator von 0,75 auf 0,85 auf dem Beinschuss, ganz wichtig. Und der Movement-Speed im Aim, der wird ebenfalls angepasst. Der Waffengattung eben zwischen Assault Rifles und dem Sniper sind eben die Marksman Weapons jetzt etwas verändert. Das gilt jetzt für alle Waffen, die ich jetzt hier noch so vorlese. G7 zum Beispiel auch Marksman Waffen. Der Movement Speed ist ein bisschen langsamer jetzt im Aim, als es ursprünglich der Fall war, weil es da noch eine Assault Rifle war, sollte klar sein. Und die Streuung aus der Hüfte bei der G7 wurde ebenfalls ein Stück weit angehoben. Longbow, erhöhter Headshot-Multiplikator von 2 auf 2,15. Wingman, ebenfalls Headshot-Multiplikator von 2 auf 2,15. Und mein Gott, ich bin ja nun seit Anfang an bei Apex Legends dabei, wie oft der Wingman-Headshot-Multiplikator schon angehoben und wieder reduziert wurde. Das ist nicht mehr feierlich. Die Mosambik bekommt jetzt statt 4 6 Schuss ins Magazin. Und die ersten, die unteren Pellets, also aus der Streuung, die wurden ein bisschen zusammengeführt, sodass die Streuung im Allgemeinen ein bisschen kleiner ist. Also könnte es sein, dass natürlich die Schüsse ein bisschen mehr reinhauen. P2020, und das war so klar, weil die Hammerpunkt rausfliegt. Der Grundschaden pro Kugel wird von 15 auf 18 erhöht und ist auch bitter nötig. Aber die Feuerrate wird von 8,5 auf 6,25 Schüsse pro Sekunde reduziert. Konnte man tatsächlich 8,5 Schuss in der Sekunde rausballern? Boah, dann brauchst du aber einen ordentlichen Triggerfinger.
Der Arcstar, hier checke ich es nicht ganz. Wenn ich das wortwörtlich übersetze, bedeutet das Ziel- und Bewegungsverlangsamung vom ursprünglichen Stock entfernt. Ich verstehe es nicht. Ich interpretiere das jetzt mit meinen Worten. Ich gehe davon aus, dass die Verlangsamungen, wenn du aimst, wenn du getroffen wirst und die allgemeine Verlangsamung komplett entfernt wird. So verstehe ich das. Weiß es jemand besser? Haut es in die Kommentare. Hier könnt ihr gerne den absoluten Klugschiss loswerden. Dann gibt es noch Quality of Life Changes. Man kann, wenn man jetzt in die Badges zum Beispiel reingeht, kann man das so ein bisschen aussondern für die Badges. Man kann zum Beispiel drücken, ich möchte nur die Badges sehen, die ich auch habe. Die ich vielleicht noch nicht habe und so weiter und so fort. Nichts Spannendes, aber für die Leute, die gerne die Badges geiern, ist das wahrscheinlich eine ganz coole Sache. Dann, wenn wir eine Deathbox looten, sehen wir unten rechts, jetzt seht ihr auch ganz gut, sehen wir jetzt die Charaktere, unsere Legenden, unsere Teammates, wie viel Leben die gerade haben, sodass wir vielleicht gerade checken, während wir in der Lootbox sind, scheiße, meine Mates werden angegriffen, die verlieren gerade Leben, ich muss ruckzuck aus dieser Deathbox raus. Keine schlechte Änderung, wie ich finde. Dann können wir zu unseren Herausforderungen, die wir täglich und wöchentlich haben, jetzt eine Favoritenliste machen. Wir können mit einem Rechtsklick, glaube ich, und auf der PlayStation weiß ich jetzt nicht genau, oder auf der Xbox oder allen anderen Konsolen, steht es nicht ganz fest jetzt hier. Du kannst auf jeden Fall jetzt Favoriten festlegen, die du in der Lobby und auch im Match dir angucken kannst, damit du kurz reingehst und guckst, okay, die Herausforderung ist als nächstes dran, damit ich hier noch ein bisschen im Battle Pass vorankomme. Eine Bombenänderung, du kannst jetzt im Menü bessere Sachen pingen. Hast du zum Beispiel nur einen grauen Rucksack, kannst du auf den grauen Rucksack draufgehen, den pingen, damit du deinen Teammates sagst, Achtung, ich brauche einen Rucksack. Sonst musstest du immer, weil du einfach sagen wolltest, du willst einen besseren Rucksack, du oder allgemeinen Rucksack, damit der Mate erstmal versteht, wenn du mit Randoms spielst, überhaupt einen Rucksack oder einen besseren Rucksack. Du musstest sonst einfach deinen grauen Rucksack oder was weiß ich für einen Rucksack, den musstest du erstmal aus dem Inventar schmeißen und dann den leeren Slot pingen, damit du den Rucksack pingen konntest. Und das ist jetzt geändert worden und das finde ich eine richtig geile Quality of Life Change. Dann kannst du die erste Challenge des Tages, wenn du Bock hast, kannst du die allererste, die kannst du neu ausrollen und du kannst sagen, weil es gibt nämlich zwei verschiedene Kategorien, es gibt Battle Royale, Challenges und es gibt Arena Challenges. Und es kann sein, dass du vielleicht gerade in deinen ganzen wöchentlichen und täglichen Challenges zu viel Battle Royale Challenges zum Beispiel hast und hast aber jetzt gerade erstmal Bock, nur den Arena-Modus zu zocken, dann kannst du das neu ausrollen, einmal am Tag kostenlos und du kannst sogar entscheiden, soll es dann eine Battle Royale oder eine Arena Challenge werden. Aber nur einmal am Tag kostenlos, ansonsten bezahlst du wieder mit legendären Token. Finde ich eine coole Sache. So, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ich verstehe es richtig. Club Invite V2 ist das hier. Du kannst, während du einem Clubmitglied eine Party-Einladung sendest, kannst du in dieser Einladung wohl markieren. Willst du jetzt, wenn ihr quasi nicht mit Headset oder so spielt und dem nicht sagen kannst, Achtung, ich bin jetzt online, lass uns zocken, kannst du während oder in dieser Einladung wohl schon markieren, willst du Battle Royale oder Arena-Modus zocken, wenn ich das richtig verstehe? Flight Path Adjustments. Die Flugrouten des Dropships werden wohl angepasst, um irgendwie zu verringern, dass auf der Map bestimmte Spots weniger oft angeflogen werden. Das kann sein, dass ich das hier auch ein bisschen falsch verstehe, weil das echt eine sehr, sehr bescheidene Übersetzung wird, wenn ich das hier irgendwie copy-paste. Also hier halte ich dann lieber meine Klappe. Ihr stellt leider wieder fest, dass hier ein bisschen was verkehrt läuft und ich werde eine Menge vergessen, was ich jetzt erwähnen möchte. Bleibt gerne dran, wenn ihr noch ein bisschen Real Talk hören wollt. Watson hat ihr Rework wieder nicht bekommen. Wraith hat wieder keinen Buff bekommen. Das sind alles so Sachen, die wurden schon mal mehr oder weniger bestätigt. Das sind alles Sachen, über die Respawn selber schon geschrieben hat und teilweise noch am Ende von Season 7, wo wir eigentlich in Season 8 schon damit gerechnet haben. Wenn ich noch irgendwas vergesse, schreibt es mir bitte. Es gibt viel, also ich finde tatsächlich einiges richtig gut, wie zum Beispiel Loba, aber im Allgemeinen sind hier ein paar Sachen dabei, die flashen mich am Patch Notes tatsächlich nicht so, wie ich es tatsächlich erwartet habe. Und hier bin ich der Meinung, weil viele auch geschrieben haben und das zu Recht, boah, das Olympus Map Update ist jetzt nicht gerade der Reißer. Ich finde das optisch geil,
Aber für eine neue Season und Map-Update ist es tatsächlich, muss man ehrlich mal sagen, zu wenig. Die Ikarus und der ganze Wurzelwuchs finde ich zwar optisch geil, aber, und das muss ich einfach sagen, ich glaube, Respawn, die sind immer noch im Homeoffice. Das muss man leider ehrlicherweise gestehen. Und dafür Hut ab, machen sie trotzdem einen guten Job. Und da lassen wir mal Sounds und Server außen vor. Aber die haben sich den Arsch für den Arena-Modus aufgerissen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass natürlich der Battle Royale-Modus jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich kann es verstehen, auch wenn das viele ankotzt. Viele gibt es, die sagen, ich habe keinen Bock auf Arena. Ich will, dass es ein Battle Royale-Modus bleibt und alles andere interessiert mich nicht. Das kann ich verstehen. Sonst wollen die lieber COD oder Battlefield oder sonst was zocken. Das sind alles Argumente, die ich absolut nachvollziehen kann. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir in Season 10 natürlich wieder ein ausgeglicheneres Update bekommen, was ich vielleicht mehr auf den Battle Royale Modus konzentriert, und es soll auf jeden Fall in Zukunft noch einen Ranked Modus, wer es nicht weiß, für den Arena Modus geben. Ob das noch in Season 9 passiert, ist tatsächlich noch nicht bekannt. Hat euch das Video gefallen? Lasst den Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und natürlich auch im Allgemeinen, seid ihr schon lange dabei, haut den Abo-Button raus. Und das war's jetzt von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich bleibe dran. Ich lese mir alles durch. Versprochen. Das war's jetzt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.